Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen beim Format Naturmedizin. Heute zu Gast habe ich Dr. Henning Sator, einer der führenden Experten für den Stoffwechsel, für das Mikrobiom, Leiter der Akademie der Lanzer Höfe und Arzt und Anästhesist, und zwar das schon seit 34 Jahren. Außerdem ist er ausgebildeter Elektriker und verbindet diese beiden Fachbereiche so brillant, dass ich ihm heute einige Fragen zur Verstoffwechselung und zum Abbau oder der Verdauung von Rohkost stellen kann. Macht euch gefasst auf eine tolle Sendung. Bis gleich. Hallo Henning, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Du hast großartige Pioniersarbeit und Forschung geleistet in Sachen Metabolom, in Sachen Verdauung, in Sachen Stoffwechsel. Du bist da einer der führenden Pioniere und hast tatsächlich es geschafft, durch gute Diagnostik auch herauszufinden, welche Lebensmittel oder welche Ernährungsweisen optimal für den Menschen sind, und bist auch Leiter der Akademie für die Lanzer Höfe, ja. Genau. Und FX Meyer Experte. Und auch FX Meyer Arzt. Das heißt, du bildest auch andere Ärzte aus und führst ihnen dieses Wissen nahe, denn in der Forschung sind so viele Neuigkeiten, da kommen die mit dem Studium gar nicht mehr hinterher. Ich genauso wenig, deswegen habe ich deine ganzen Sendung studiert und einige brillante Fragen jetzt zusammengestellt, die bezüglich der Rohkost ein bisschen Fachwissen bedürfen, nämlich wie verdaut sich Rohkost anders im Vergleich zu Kochkost, und hat nicht eigentlich die Rohkost mehr Enzyme und müsste dadurch einfacher verdaubar werden? Wo ist da das Problem mit der Rohkost und im Vergleich zu Kochkost? Ja, also es gibt Vor- und Nachteile der Rohkost, genauso wie bei der Kochkost, weil die gekochte Nahrung oder verarbeitete Nahrung, die je nach Temperatur wird natürlich alles ziemlich zerstört, was Enzym heißt, und auch Teile der Vitalstoffe sind hitzelabil, also gehen bei der Hitze beim Kochen kaputt. Dagegen ist die Rohkost, da ist im Idealfall sind alle Enzyme noch vorhanden und auch die Vitalstoffe möglichst optimal vorhanden. Dafür ist aber in der Rohkost eben auch alles, was Ballaststoff heißt, noch im Rohformat vorhanden, und das gilt in weiten Teilen als schwer verdaulich, weshalb man dann bei Rohkost im Gegensatz zur Kochkost dann möglicherweise Nebenwirkungen bekommt, nämlich Blähungen, Unverträglichkeiten im Sinne von Fehlverdauung. Das heißt, bei der Rohkost ist ganz besonders wichtig zu kauen. Was ist das denn die optimale Anzahl? Kann man das überhaupt so sagen? Die optimale Anzahl von Bissen oder, sag ich mal, von wie oft man kauen sollte? Ich habe mal gehört 30 Mal, 50 Mal. Was sagst du da als Experte dazu? Ja, es kommt eben darauf an, was man jetzt in den Mund nimmt und was will man erreichen. Also wo ist das Ziel? Was soll genau mit diesem Kauen passieren? Was wollen wir damit bewirken? Die Antwort ist also nicht die Anzahl der einzelnen Aktionen des Kauens, sondern das Ergebnis. Will man also Rohkost verdauen, dann braucht man relativ viel Kauaktion, bis dann auch wirklich die Vorbereitung für die Verdauung gewährleistet ist. Hat man eine schon vorgegarte Suppe zum Beispiel, dann muss man die nur noch einspeicheln, aber dann braucht es eben auch für die Suppe sehr viele Enzyme. Wir lernen das eigentlich bei den Babys. Die Babys an der Mutterbrust, die bekommen ja die Muttermilch, und dann saugen die aber eben auch ihre eigenen Speicheldrüsen leer im Mund. Und das Ergebnis ist, dass die schluckenderweise 1:1 Muttermilch und Speichel schlucken. Das heißt, das Ergebnis idealerweise wäre auch bei uns, wenn wir vor allem Rohkost zu uns nehmen, dann müssten wir diese Rohkost erstens sehr gut klein mahlen. Es darf eigentlich kein Brösel mehr in der Rohkost da sein. Es soll alles Brei sein, breiige Konsistenz. Und es soll so viel Speichel dabei sein, dass es einen schon im Mund bestehenden Enzymabbau, also einen Verdauungsenzymüberschuss gibt. Sehr gut. Das heißt, eigentlich sind da sowas wie Smoothies nicht ganz optimal, weil quasi der erste Verdauungsschritt durch den Mixer schon abgenommen wird. Und wenn ich das dann runtertrinke, dann
Was passiert dann eigentlich? Was passiert, wenn Nahrung nicht optimal schon durch das Kauen mit Enzymen angereichert wird? Ja, du hast schon recht. Es gibt in der Rohkostnahrung, in diesem Smoothie, schon eigene aus der Pflanze heraus auch schon geöffnete Zellen, auch die dann eben schon Enzyme enthalten. Mhm. Das ist schon richtig, dass ein Teil dieser Verdauungsleistung schon aus der Pflanze heraus selbst kommt. Mhm. Aber trotzdem braucht es ungefähr die Hälfte nochmal, nämlich von unserer Art von Verdauungsenzymen dazu, um eben dann im Darm keine Fehlverdauung zu produzieren. Also das große Ziel einer gesunden Ernährung ist, keine Fehlverdauung zu produzieren. Richtig. Das nennt man Dyspepsie, also schlechte Verdauung. Man spricht auch von Maldigestion, also schlechte Verdauung. Und diese Verdauung, also wenn man sie optimal gestalten will, dann ist auch beim Smoothie es notwendig, dass zu dem, was man da zu sich nimmt, eben doch noch unser Anteil der Verdauung dazukommt. Man müsste also einen Smoothie nicht trinken, sondern löffeln mit einem ganz kleinen Löffel, und zwar jeden Löffel einzeln im Mund einspeicheln, sodass das Endergebnis, was man dann schluckt, so wie beim Baby, 1:1 Smoothie und Speichel wäre. Und dann wäre das Signal zum Schlucken da. Sehr, sehr wichtiger Tipp für alle, die jetzt immer noch auf diese Smoothie schwören. Wie ist es denn bei der Rohkost? Die Rohkost zeugt ja eigentlich keine Verdauungsleukozytose. Die Verdauungsleukozytose, ein Prozess, bei der der Körper mehr Leukozyten produziert als für gewöhnlich. Und zwar weiße Blutkörperchen, die eigentlich eine Immunantwort darstellen auf eine Bedrohung. Das heißt, wie als würde der Körper vergiftet werden. Das heißt, Kochkost führt eigentlich zu einer latenten Vergiftung. Wie kannst du das als Physiker oder als Experte für Elektronen nochmal erklären oder darstellen? Man spricht bei der Rohkost also nicht nur von dem, dass man jetzt sich vorstellt, das ist einfach Obst und Gemüse, sondern es gibt ja auch rohes Fleisch, rohe Eier und rohe Bohnen und solche Dinge. Und diese ist also schon sehr abhängig davon, was enthält jetzt diese Rohkost. Und hier geht es tatsächlich um die Frage der Antioxidantien. Nämlich Antioxidantien enthalten sehr viele von diesen sogenannten Elektronen, die in der Pflanze ja durch Sonnenlicht entstehen im Sinne von Doppelbindungen zwischen zwei C-Atomen. Dort werden die Elektronen geparkt. Man spricht bei Fettsäuren zum Beispiel von ungesättigten Fettsäuren. Dort sitzen ja diese Elektronen geparkt und wirken, wenn wir die dann zu uns nehmen, antiinflammatorisch, also gegen Entzündung und gegen oxidativen Stress. Und wenn jetzt also man eine Nahrung zu sich nimmt und das Endergebnis eine Entzündung ist, dann hat in dieser Nahrung der Gehalt, der antientzündliche Gehalt von Elektronen gefehlt. Also die Frage ist, wie viel proentzündliche Anteile habe ich in der Nahrung im Verhältnis zu den antientzündlichen? Und es gibt da eine sehr schöne Arbeit aus 2010, die hat gezeigt, dass man eben genau diese Verhältnisse schon sehr wohl bedenken muss, nämlich die proinflammatorischen Elemente in der Nahrung und die antiinflammatorischen, also die, die die Entzündung fördern und die die Entzündung hemmen können. Ja? Und die Hemmstoffe kommen immer aus dem elektronenreichen Gebiet, ja, und die Entzündungsfördernden haben immer einen Elektronenmangel. Und wir reden tatsächlich in der Ernährungsphysiologie über die Elektronengehalt. Letztendlich kommt es ja aber von der Sonne und deshalb kann man auch von Photonengehalt sprechen. Es ist die, eigentlich reden wir immer über Sonnenenergie. Und die ist dann in der Rohkost noch mehr vorhanden als in der gekochten Nahrung, weil sich in der gekochten Nahrung quasi diese Biophotonen und diese Elektronen auch verflüchtigen?
Richtig, also man kann davon ausgehen, dass beim Kochvorgang, je nachdem wie lange man etwas gart und wie hoch die Temperatur ist, desto mehr von diesen sogenannten Doppelbindungen gehen kaputt und desto mehr von diesen Elektronen gehen in die Umgebung heraus. Deshalb zum Beispiel, ein Beispiel ist der grüne Tee. Ja, man sagt ja immer, dass wenn man grünen Tee zu sich nehmen will, dann soll man den eben nicht kochen, sondern Moringa-Tee zum Beispiel, den lässt man über Nacht kalt ziehen, damit er eben nicht erhitzt wird und diese Wirkstoffe eben im Originalzustand mit den vielen Elektronen auch noch da sind. Also nochmal, die Kochvorgänge, die Temperatur löst einen Teil der Wirkstoffe auf oder die Elektronen dort gehen in die Umgebung und sind damit nicht mehr verfügbar. Super. Das heißt, eigentlich kann ich zusammengefasst sagen, Rohkost ist schon eine sehr gute elektronreiche Ernährungsweise. Allerdings gilt es zu beachten, Smoothies, wenn dann ganz lange einspeicheln und gut kauen oder wie du auch immer proklamierst, Sauerkraut und fermentierte Nahrung am besten unpasteurisiert zu sich zu nehmen, weil die quasi vorverdaut ist. Ich nenne es immer vorgekaut von Mutter Natur. Was passiert denn bei diesem Fermentationsprozess und wieso ist das Sauerkraut da so ein gutes Beispiel für? Ja, aber das Stichwort ist genau die Vorverdauung. Mhm. Und es gibt einen sogenannten Gärungsvorgang, den dann tatsächlich Lactobacillen in diesem Kraut machen. Und wenn man das lange genug einwirken lässt, dann haben genau diese Bakterien, das sind ungefähr dieselben, die wir im Darm brauchen oder auch haben, zum Teil diese Bakterien, das ist das Stichwort Vorverdauung, enzymatische Degradation heißt das auf Hochdeutsch. Mhm. Also die Rohkostanteile, nämlich die Fasern und Ballaststoffe werden fermentiert. Und deshalb heißt das ja fermentiertes Gemüse. Und das ist tatsächlich genau dieselbe Verdauung eigentlich, die bei uns im Darm dann stattfindet. Und wenn man das also vorher, bevor man es überhaupt zu sich nimmt, schon halb verdaut vorbereitet, dann ist natürlich die Verdauungsleistung, die man noch selbst aufwenden muss, um eben eine optimale Verdauung zu gewährleisten, schon vorgegeben. Und der zweite Effekt sind ja dieselben Bakterien, die wir eh im Bauch brauchen. Also es hat einen probiotischen, bakterienstabilisierenden Effekt, weil unser Bauch braucht sehr viele Säuerungsbakterien. Super, das stimmt. Du hast in einer der anderen Sendungen erklärt, dass der Bauch, also der Darm gar nicht so basisch sein sollte, sondern ideal ein pH-Wert 6, glaube ich, war es? Genau, 6,0. Das heißt leicht sauer? Richtig. Und dass da die Bakterien dementsprechend auch sich dann am besten fühlen. Jetzt zum ganz normalen Mittagessen für einen, der jetzt auf diesen neuesten Erkenntnissen basierend sich ernähren will. Was hältst du davon, einen Salat mit viel Faser und Ballaststoffen mit etwas Sauerkraut zu kombinieren und vielleicht etwas Gemüse, ein leckeres Dressing drüber und das als Hauptmahlzeit zu sehen? Wenn man es gut kaut, dann sollen doch aus diesen Salatblättern, aus diesen Faser und Ballaststoffen auch kurzkettige Fettsäuren wie Propionsäure oder Buttersäure gebaut werden, wenn das Mikrobiom intakt ist. Ist das so? Ja, genau so ist es. Und das würde dann gefördert, wenn man eben schon vorfermentierte Nahrungsmittel dazusetzt. Dann hat nämlich schon in der Nahrung diese Vorverdauungsbakterien, die sollten am besten nicht pasteurisiert sein, sondern noch leben. Ja. Und dann würden die ja im weiteren Verdauungsvorgang im Bauch diesen Vorgang der optimalen Verdauung abschließen können. Jetzt ist es sogar so, dass aus diesen Propionsäure und aus dieser Buttersäure, die aus diesen Fasern und Ballaststoffen gebaut werden kann, der Körper diese sogenannten Ketonkörper herstellen kann. Das heißt, ein Gorilla, der sich überwiegend von 80-90% dunkelgrünen Blätter ernährt, ist in der Ketose. Viele meinen ja, ketogene Ernährung müsste man viel Fett essen, aber es geht anscheinend auch über Salat. Ja, genau. Es gibt Ballaststoffe eben in diesen, gerade im grünen Salat oder grünen Lebensmittelbereich, gibt es sehr viele gute Ballaststoffe, die eben genau dazu führen, wenn dann die richtige Menge von diesen sogenannten Buttersäurebildnern oder auch Laktatbildnern im Fermentations-
Gärungsbakterien, könnte man sagen. Wir sprechen von Säurungsflora oder Actinobacteria. Wenn diese Gruppe der Bakterien eben mit diesem Grünzeug oder den Ballaststoffen gefüttert werden, dann ist das Endprodukt eine kurzkettige Fettsäure, Propionsäure, Essigsäure und auch vor allem die Buttersäure. Mhm. Und diese Buttersäure, die produziert oder wird genutzt, um in der Darmwandzelle, aber dann auch im ganzen Körper als Keton Energie in den Mitochondrien aufzubauen. Wahnsinn. Das heißt, ich kann jetzt die Sportler, also es gibt ja diese, man nennt Stoffwechselflexibilität, das heißt einmal sich von Zucker ernähren und damit Energie erzeugen oder halt aus diesen Ketonkörpern. Und die Leute eher mit Salat in die Ketose zu holen, weil auch dann weniger Stoffwechselabfall entsteht etc. Was sind denn dann noch die Vorteile, wenn ich jetzt auf die ketogene Ernährung umstelle über Salate? Ja, der Vorteil der ketogenen Ernährung ist, dass man eben einen niedrigen Insulinspiegel hat. Mhm. Und dann auch ganz viel weniger sogenannte AGEs entstehen, AGE, mhm. das ist ein Advanced Glycation End Product. Mhm. Das sind letztendlich Proteine, die verzuckert werden an der Oberfläche und dann nicht mehr funktionieren. Mhm. Diese AGEs, diese Advanced Glycation End Products, das ist einer der ganz wesentlichen Schadstoffe, Schadproteine oder Schadmoleküle in unserem Körper, die auch in Richtung Zuckerkrankheit oder Hypoxie führen. Jedenfalls, das ist der Nachteil der Zuckerernährung, mhm. wobei, wenn man das, wenn man die Kohlenhydrate so zuführt, dass man im Sport, in der Bewegung, die dann auch gleich mhm. mit Sauerstoff verbrennt, nämlich im aeroben Stoffwechsel, dann kann man auch ohne weiteres Kohlenhydrate, wie bei Sport oder körperlich schwer arbeitenden Menschen, die brauchen diese Kohlenhydrate, mhm. um überhaupt genug Energie aufzunehmen. Mhm. Also ketogene Ernährung, ja, für jemanden, der eben den Insulinspiegel und damit den HbA1c, den Langzeitzuckerwert, mhm. runterfahren wollen, ist ketogene Ernährung super. Man muss das richtig dosieren, auch mit der Bewegung in Einklang bringen. Aber ansonsten ist grundsätzlich gegen eine gut verwertete Zucker- oder Kohlenhydratzufuhr nichts einzuwenden. Super. Was allerdings oftmals der Fall ist, die Leute essen zu viele Kohlenhydrate und das kommt dann zu einem Gärungsstoffwechsel und zu sogenannten Fäulniszuständen im Darm. Diese Fäulnis versucht ihr als FX Meyer oder du als FX Meyer Experte auszuleiten mit speziellen Darmmassagen. Da wird die alte Lymphe rausgeknetet etc. Und ihr benutzt Glaubersalz? Nein, Bittersalz. Bittersalz, um den Darm zu leeren. Da gibt es aber auch eine andere, die sogenannte Schärflaume. Zu der hatte ich dich vorhin schon befragt. Ich mich gewundert hatte, wieso ihr die nicht verwendet, weil sie einerseits ja die Peristaltik anregt und gleichzeitig dadurch, dass sie in einem Kräutermantel fermentiert wurde, 33 Monate, auch ganz viele probiotische Darmbakterien enthält, noch ein neues Mikrobiom aufbaut. Hatte ich mich gewundert, wieso ihr die nicht verwendet. Und da hast du auch vorhin eine schöne Ausführung dafür geliefert, was das Problem bei dieser Schärflaume sein könnte. Ja, grundsätzlich ist das eine sehr gute Sache. Mhm. Also die Fermentation, auch dass die Kohlenhydrate dann schon in gewisser Weise in Säure umgewandelt worden ist und so weiter. Das ist erstmal alles sehr, sehr gut. Auch die Vitalstoffe, die ja noch da drin sind, antioxidativ und so weiter, ist also hat die Schärflaume in dieser Form sehr viele Vorteile. Gut. Dann gibt es aber auch eine Sache, an die man denken muss, nämlich in der Gesamtmenge der Fruchtzuckergehaltssituation, also die Konzentration des Fruchtzuckers in dieser Schärflaume ist relativ hoch. Und damit muss man ein bisschen aufpassen, mhm. dass man nicht über das Limit dessen, was der Körper verträgt, vor allem wegen der Leber, sich sozusagen über die Leber dann in eine sogenannte Liponeogenese, also die Fettleberentwicklung, mhm. Entwickelt. Wobei man sagen muss, je länger auch über diese Monate diese Schärflaume vergoren bzw. fermentiert worden ist, desto mehr von diesem Fruchtzucker ist tatsächlich in Milchsäure zum Beispiel umgewandelt worden. Mhm.
sodass die Schärpflaume im fermentierten Zustand wesentlich weniger Fruchtzucker enthält als im Originalzustand der Pflaume. Aha, super. Das ist für mich natürlich eine sehr gute Information, weil ich habe die regelmäßig konsumiert und dachte jetzt, okay, mit dem Fruchtzucker, das sei gefährlich, wobei ich auch sehr stark auf Obst achte und jetzt auch verstanden habe, wieso. Also zu viel Obst, muss man ganz klar sagen, ist heutzutage gar nicht so gut, besonders weil das Obst ja viel auf Fruktose gezüchtet wird. Was ist denn das Problem bei Fruktose? Da gibt es ja auch verschiedene Zuckerformen. Wieso ist die so schädlich, wenn man zu viel Fruktose heute in dem Obst zu sich nimmt? Ja, das ist Obst, enthält und wurde richtig gezüchtet mit viel Fruktose, damit es süß schmeckt, genau. Und so weiter. Und da ist es aber so, dass man diese Fruchtzuckeranteile können nur in der Leber verwertet werden. Aha. Und die Leber hat eine relativ geringe Schwelle, also eine geringe Kapazität pro Zeit, eine bestimmte Fruchtzuckermenge auch wirklich normal zu verstoffwechseln. Mhm. Wenn man jetzt so viel Obst zu sich nimmt, dass man diese Schwelle überschreitet, dann ist pro Dosis und pro Zeit dann die entsprechende Kurve, die Fläche über dieser Kurve, ein Maß für die Schädigung der Leber in Richtung Fettleber. Mhm. Weil die Leber verwandelt sozusagen diesen Fruchtzucker direkt in Fett. Mhm. Und dann kommt es möglicherweise zur Fettleberbildung. Wahnsinn. Das heißt, aus der eigenen Praxis, hast du vorhin berichtet, kennst du Menschen, die sich sehr viel von Obst ernährt haben, weil man meinte, Obst sei gesund, und haben dann eine Fettleber bekommen, Übergewicht, Diabetes und sonstige Problematiken. Das heißt, Rohkost ja, aber ausgewählte Rohkost heute muss man da besonders vorsichtig sein, was man wählt. Salat mit Sauerkraut, Gemüse etc. bei dir willkommen. Zu viel Obst dahingegen eher schlecht oder schädlich. Genau, zu viel wäre da, aber der limitierende Faktor beim Obst ist tatsächlich diese Fettleber-Tendenz mit dieser Fructose. Das Schlimmste, was man machen kann, ist dieses sogenannte High Fructose Concentrate, was es heute gibt. Mhm. Also Fruchtzuckerzusätze in den künstlichen Lebensmitteln wie Softdrinks und so weiter. Ja, ja. Dort ist so viel Fruchtzuckerkonzentrat enthalten, dass es eigentlich immer diese Schwelle, diese Fettbildung der Leber überschreitet. Wie siehst du das mit frisch gepressten Orangensaft oder frisch gepressten Apfelsaft? Jetzt haben die Leute schöne Äpfel an ihrem Baum hängen, haben sich einen Entsafter geholt und meinen da morgens so ein frisch gepresster Orangensaft oder Apfelsaft tut doch da eigentlich gut, oder? Grundsätzlich ist ja gegen das Obst überhaupt nicht zu sagen. Es hat ja einen hohen antioxidativen Wert mit vielen Elektronen. Mhm. Trotzdem, man muss also die Dosis pro Zeit berücksichtigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen halben Liter Apfelsaft zum Beispiel über den Tag verteilt und nur schluckweise zu sich nimmt und immer sozusagen unter dieser Schwelle der Fruchtzuckerverträglichkeit oder Abbaumöglichkeit der Leber bleibt, dann ist der gegen diese Menge von Obstsaft nichts einzuwenden. Würde man das aber jetzt sehr schnell heruntertrinken und dann diese Kurve im Blut und für die Leber eben eine sehr hohe Fruchtzucker Peak kommen, also eine Menge, die Leber so in dem Moment nicht verarbeiten kann, dann wird ein Impuls gesetzt für die Fettleberbildung durch die entsprechende Liponeogenese. Wahnsinn. Henning, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast mir sehr, sehr viele neue Informationen gebracht und auch ein bisschen diese Verunsicherung, die ich hatte, wieder ein bisschen gelöst. Das heißt, Rohkost gut, man muss halt ganz genau differenzieren, was zu welcher Zeit, in welcher Dosis etc. Aber grundsätzlich hast du nichts gegen Rohkost einzuwenden oder du sagst sogar, es ist eine gesunde Ernährung. Mhm, ja, also es kommt immer, wie schon Paracelsus sagte, auf die Dosis an und hier tatsächlich auch noch auf die Verteilung und vor allem natürlich auf die Vorbereitung für die Verdauung. Super. Dann danke ich dir von ganzem Herzen. Falls man mehr Informationen dazu haben will, wo kann man dich, wo finde ich dich? Man kann mich finden unter der Akademieadresse, die wir haben, lanzerhof.com oder auch bei BioVis. Das ist das Labor, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist biovis.de und dann gibt es noch eine Adresse, wo wir salutologie.org
Das ist nämlich die Gesundheitslehre, also oder die Wissenschaft für die Gesundheit, salutologie.org. Ja. Super. Demgegenüber steht die Pathogenese, das heißt, ich suche nach Krankheit und ihr sucht quasi nach Gesundheit. So ist es. Auf dieser Suche sind wir hier deutlich weitergekommen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen oder euch hat es gefallen. Ihr seid bei der nächsten Sendung wieder dabei und alles Gute. Tschüss.